zuhören. Das ist eine verdeckte Operation. Rein, raus, niemand hört oder sieht sie. Der Feind darf sie unter keinen Umständen entdecken. Die Geheimhaltung der Mission darf nicht gefährdet werden. Ja Leute, wir sind wieder dabei bei Splinter Cell Conviction, Infiltration, Krav Maga Oni und so weiter. Strunz Punk. Und ja, Strunz, erklär uns den Zuschauern nochmal, warum die so komisch gleich aussehen. Ja, das Problem, das letzte Mal in der letzten Map, da trugen wir so alte Anzüge, da unsere eigentlichen Anzüge, die mussten ja gewaschen werden, haben ihn in der Wäsche abgegeben. Wir waren dann natürlich nach Map 3 wieder im Hauptquartier und das Problem war, dass die Anzüge sind in der Wäsche eingegangen. Boah, ja, das war schlimm. Also so, mit der Sonarbrille. Die war so richtig putzig klein. Und aus diesem Grund warte. Ich hab versucht, meine Tochter die anzuziehen, aber selbst sie hat es nicht gepasst. Aus diesem Grund haben wir jetzt diesen modernen Technikquatsch hier bekommen und sehen aus wie irgendwelche Cyborgs. Wir sind voll aus wie Freaks. Wir sehen aus, als würden wir zu irgendeiner Science-Fiction-Convention gehen. Ich übertreib's nicht gleich. Also dein Arsch im Weg. Naja, aber die Regeln, die bleiben gleich. Krav Maga Oni. Viel Fehlnuss. Leider haben wir eine Pistole ausgewählt. Ja, das müssen wir dann später wieder ändern. Da oben ist einer und Camp am Fenster. Dreckiger Camp. Wow! Okay, das wollte ich nicht. So. Ja, auffälliger geht's nicht, oder? Und da ist ja kein Schwein mehr. Du mal, wo geht's denn lang? Da wo Exit steht. Durchaus Sinn. So, jetzt kommt. Oh. Noch Laser. Voll. Ruhe. Freunde. Hoffentlich mögen deine Freunde dich. Aber diese ja. Linsen sehen voll bedrohlich aus. So weil sie so klein sind, oder? Ja, weil sie halt ein bisschen so abstehen. Nicht so direkt am Auge, sondern die gehen so ein bisschen raus. Okay. Wo sollen wir lang gehen? Na, wir müssen da jetzt geradeaus. Oh, scheiße. Fuck mal, Achtung, da oben ist eine. Eine Kamera. Und zwei sogar. Fuck, aber der Typ da hinten. Moment, ich hab eine Idee. Gute Idee. Was meinst du denn überhaupt? Ich schlage mich zu an der Kamera vorbei. So. Oh shit. Oh. Heilige Scheiße. Man kann da lang gehen, ja? Ja. Ist ein bisschen knapp, aber es geht. So. Oh fuck, das ist ein Laser. Das sind zwei. Und wie bist du die Laser jetzt umgegangen? Ja, du hängst dich einfach an die. Nein, du. Ah, fuck, die geht. Ah, shit. Ja, ich hab's schon gemerkt. Oh, Mann. Ich wusste nicht, dass die Kamera so weit geht. Shit. Hast du gerade ein Schlückchen genommen? Wovon? Keine Ahnung. Sie angehört, als hättest du von irgendwas ein Stückchen genommen. Zuhören. Nein. Diese Herren stehen ab jetzt auf der Third Echelon-Liste möglicher Ziele. Sie müssen von dieser Liste entfernt werden, und zwar so leise und diskret wie möglich. Die Anwendung von Gewalt wurde erlaubt. Es dürfen allerdings wie immer keinerlei Rückschlüsse auf uns. Ich vermisse meinen alten Suit. Sie müssen uns erstmal einen neuen herstellen. Warum sind die Dinger auch alle maßgeschneidert? Keine Ahnung. Tango. So viel dazu. Okay, da oben ist... keiner, okay. Jetzt wieder aufpassen.
Wie viele sind da? Toll, wie der steht. Das ist ja nicht so das Problem. Was? Keine Bewegung. Klar. Gut, Kelly. Okay, jetzt muss ich mir merken. Gleich dahin, okay. Wow. Schnell, 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 schnell. Okay, gut, danke. Ja, hast du durch. Ja gut, war ein bisschen knapp, ne? Ja, okay. Nein, eigentlich nicht, aber... Na also. Ja, aber letztes Mal haben wir daran gefailt, deswegen. Ich habe daran gefailt, ich gebe es. So, gut. Was sagt das Licht? Die Licht. So, ich hole mir. Hallöchen. Du alter Hund. Ich nenne echt den dritten Hund. Vielleicht mag er schon Hunde. Kann sein, ja. Okay, fuck. Das ist ein Laser, okay. Ja, ich weiß. Überall, heilige Scheiße. Und Licht. Überall ist Licht. Wow. Kriegst du ihn? Nein. Sei still, dann tue ich dir nicht weh. Versprochen. Fuck, eine Kamera. Okay, Punk, jetzt schmeiß den Typen. Also nicht, nein. Einfach töten. Moment. Am besten nicht im Laser. Warte mal. Hier, weil ich ihn getötet habe. Arschloch ausgeschaltet. Wir müssen jetzt irgendwie da runter und im Schatten landen. Irgendwo was Schatten geben müssen wir jetzt landen. Das gibt's hier nirgends. Oh Mann! Blöder Hangar. Moment mal, da unten. Da ist Schatten, aber es tut Schmerzen. Oh. Okay. Fuck, 6 Stück, man. Oh, schau mal, da gehen ja Laserbisser an die Decke. Welcher Idiot. Okay, einfach dem Schatten folgen. Was sind das für beschissene Laser, Mann? Krasser Laser, Mann. Ja. Wahrscheinlich falls ein Auto oder so durch. Aber auch ein Flugzeug. So. So. Hund ausgeschaltet. Kann ich nicht hier hinten lang? Fuck, hier ist wieder alles hell. Fucking P. Pass auf. Wo sind die anderen drei? Was ist, wenn ich hier stehe? Oder hier? Was ist, wenn wir da unten in dieses Dings da gehen? Ja. Fuck, das ist. Oh! Wenn du mir hier folgst, hier gibt's Laser. Na, ich steh jetzt ein bisschen im Licht, das ist ein bisschen scheiße. Scheiße. Boah, der hat mich voll von hinten gesehen. So, aber es ist ganz gar nicht so schlecht. Den Weg gehen wir einfach ganz gleich nochmal. Ich will aber nicht unten lang gehen. Aber wieso nicht? Oben lang ist viel hübsch. Ja, aber unten lang gehe ich halt. Egal. Okay. Wie was? Ja, wie ging's denn jetzt in den Arsch? Diskretion ist ein Muss. Was ging's? Wie ging's denn jetzt in den Arsch gerade? Was ist jetzt passiert? Ja, ein Typ hat mich von der anderen Seite des Hangars aus gesehen. Shit.
Ey, Götti, was machst du da? Alter, Mann! Die Steuerung screwt mich. Autsch. Gastrol, kommen Sie? Nehmen wir einen anderen Weg. Jetzt kommt diese Stelle ja wieder. Boah, wie lange müssen wir das denn durchhalten? Nur bis wir den Hangar überstehen. Toll, der Typ am Boden stresst. Du musst ja darauf. Scheiße, eine Leiche gesehen. Boah! Das wird uns nicht schwer. Oh shit! Was passiert? Na Laser. Oh Mann. Wolltest du mich abknallen? Nein, ich wollte die Kamera abknallen. Was ist? Diese blöde Kamera. Alter. Okay, ich habe diesmal keine Details. Sie müssen alle Bedrohungen im Bereich neutralisieren, ohne dass es auf internationaler Ebene zu Spannungen kommt. Beim ersten Alarm beende ich es. Komisch, hier beim ersten Truck ist gar nichts zu sehen. Eine Nachricht von wo? Holy fuck, ich hatte gerade richtig Glück. Oh Mann! Steuerung. Sieht so scheiße aus, oder? Ist die Tür kaputt gemacht? Ja. Episch. Jetzt ist da bestimmt kein Schwein. Versuchen wir es. Was denn? Ich habe nämlich die Kamera gesehen. So, gut. Da ist er. Toll, das heißt, 6 Stück sind im Hangar. Ja, ganz toll. Schnapp ihn ja. Das werde ich. Und da ist er. Wenn ihn nicht wieder Hund. Kontakt war unvermeidbar. Kontakt mit dem Hund. Nein, Mann! Alles cool. Oh, Alter, alle drei unten, ja? Oh, da ist ein Panda. Okay, holst du ihn dir dann? Okay, das war fies. Was warst du für krüppelige Bewegung? Der stand im Laser, der wäre eigentlich gar nicht mehr da gewesen. Ja eben, das ist mir auch passiert. Als wir den Turm hochgeklettert sind. So, gut, noch einmal. Sie müssen den Bereich ohne den kleinsten Muxer säubern. Ah, da ist jetzt einer. Interessant. Los, roll ihn dir. Was ist noch los mit ihm, Kästerl? Ja, wo weiß ich, dass da ein zweiter ist? Und so eine Sonarbrille? Sorry, aber genau, du hast dasselbe bei mir gesagt. Okay, gut, jetzt vorsichtig. Ach, sehr stimmt. Okay, die Lage ist prekär. Ey, ich mein's voll ernst. Wir müssen den Bereich neutralisieren, ohne dass der Feind uns bemerkt. Ein Alarm und es ist vorbei. Es ist keiner mehr da, huh? Außer der Typ da. Seine Knarre liegt dort. So. Du Hund. Du kannst echt nichts anderes sagen, oder? Ey, ich stehe mal auf das Wort.
voll schlimm. Ich find da ein bisschen mehr. Warum trägst du eigentlich den Elite-Suit von Fred Eckerman? Weil ich nicht so anders da hatte, okay? Okay. Ist doch was scheiße, wenn du mit dem Elite-Suit kämpfst und ich mit meinem T-Shirt. Als Duelist. Okay, wir können jetzt was total Episches machen. Du meinst Kill von oben? Nein. Weil gleichzeitig oder was? Ah, gut, das geht auch. Ich dachte, ich dabei den Typen hier, der rot ist, und gehe dann weiter zum. Ah, vergiss es. Das hätte funktioniert, glaub mir. Ja, ich weiß. Du hättest ihn da weit, aber hättest dann den anderen gekillt und ich hätte den gekillt, den du da weit hättest. Genau. Glaub mir, das hätte. Alter, guck mal, wie nervös der Typ ist. Der hat voll Angst. Voll. Ich meine, er steht so da hier die ganze Zeit so. Er ist nicht so ruhig, ne? Hm? Scheiße. Der andere hat nicht gehört, wie der geschrien hat, oder was? Doch, eben schon. Aber er hat dich doch eher entdeckt und nicht gehört. Ja, er hat sich deswegen umgedreht. Vorsicht! Was war das? Ich geh mal nachsehen. Das ist voll das riesige Gelände, Mann. Ohne Beweise für unsere Tätigkeit zu hinterlassen. Wir können uns keinen Zwischenfall von internationaler Tat. Ach komm, das war voll unfair. Keiner rechnet damit. Mann, ich will die Pistole nicht in meiner Hand haben. Ich auch nicht. Das lenkt mich ab. Die stört voll. Warum haben wir nicht die... Zuhörer, Sie müssen diesmal sehr vorsichtig sein. Warum haben wir nicht die Option? Ach doch, sehr still. Guck da. Voll episch. Was noch? Hast du da jetzt einen vergessen? Oh, what the fuck, wo war der denn? Oh nein, nein. Keine sehr durchwende. Ja, sowas hat dieser Nachfall an sich. Hund. Oh. Idiot. Surprise. Wie sieht's aus? Frag nicht. Der Oberst bekommt miese Laune. Haltet lieber fern von Männergespräch. Na, tun Sie, gehen Sie zurück an ihre Plätze. Das macht so viel Sinn. Fuck, ich komm nicht an der Kamera vorbei. Nachschubkonvoi ist angekommen. Ich brauche Leute zum Entladen. Aber diese Zeitenmann, die sich treffen. Geh zu den Spinnen im Labor. Die brauchen ohnehin mal Bewegung. Schau, jetzt gehen sie einfach sogar, als ob nichts gewesen wäre. Kennen wir uns? Was war das denn? Ich.
Hab beinahe schon ein schlechtes Gewissen. Aha. Beinahe. Aber der hat. Ich hab's voll. Der hat's voll nicht gem. Dann hat's nicht mal gehört, dass ich ihn so gekillt hab. Warte mal, ich hol mit ihm was. Sehr schön. Ja, komm. Und dann war ich jetzt schon. Da ist noch eine und. Okay, 5 im Hangar. Toll, wie genau soll ich jetzt da hoch? Oh, da ist eine Treppe. Pass auf, es sind da keine Laser. Und Kamera. Ja, nimm mal einfach so ein Ding. Ach du, dann komm ich nicht vorbei. Moment. Du auch? Nein, du, Kamera. Also, dann war ich das, ja. Wo bist denn du lang? Du kannst an diesen Stangen da oder was das sein soll hochklettern. Welche Stangen? Nein, nicht die Stangen, dieses Gerüst oder was das ist. Das sind ja 4 Stück davon, die stützen die Treppe. Oder so, das ist die ganze Etage. Weg da. Er fühlt sich so voll stolz, dass er mal einen Einbrecher schnappen kann und dann. Ja, Pech, dass der Einbrecher Krav Maga aufschiebt. Was ist jetzt passiert? Ja, der Typ, der Typ stand da. Ja. Ich bin jetzt ziemlich ungeduldig. Ist aber nicht gut. Wir sind noch immer in dem ersten Ding, Mann. Ja, und vor allem sind wir noch nicht mal bis zum Hangar jetzt zum zweiten Mal gekommen. Okay. Los, komm jetzt. Diese Herren stehen ab jetzt auf der Third Echelon-Liste möglicher Ziele. Sie müssen von dieser Liste entfernt werden, und zwar so leise und diskret wie möglich. Die Anwendung von Gewalt wurde erlaubt. Es dürfen aber nur Krav Maga. Keinerlei Rückschlüsse auf uns möglich sein. Das ist der einzige Art von Gewalt, die wir kennen. Scheiß Pistole in der Hand. Schöne Grüße von Uncle Sam, Arschloch. Ja, Mann. So, okay. Oh, Alter, pass auf. Schnapp ihn jetzt. Das war's, da ist keiner mehr, oder? Muss noch einer sein. Ja, einer dahin. Kommen wir da hoch, ohne dass der uns sieht? Ach, wir probieren es einfach. Ja, sie sieht uns nicht. Ich hab jetzt Angst, dass er uns sieht. Geh rauf. Ach nee, oder war? Oh Gott. Oh. Ich sag doch, geh rauf. Oh Mann, okay, ich geh jetzt einfach rauf und mach nicht. Du kannst was tun, aber benutzt dabei die Sonarbrille. Ja. Gott, das sind so viele Laser, meine Fresse. Warum ist das alles so nötig? Ja, du siehst ja, dass es was bringt, weil Faggots wie wir da hineinlaufen. Man darf sie weder hören noch sehen. Ja. What the fuck, ist da einer? Wir sind die schlechtesten Spieler der Welt. Ja, ich irgendwie. Überraschung, Arschloch. Was? Jetzt ist gerade voll. Halbe Stunde an dieser Scheißstelle. War diesmal nur 2 Gegner? Ich hab keine Ahnung, die einfach. Wir müssen Zeit aufholen. Alter,
Der Radius geht nicht mal bis zu der Leiche. Voll schlimm. Fuck, Kongo. Aussehen? Ich kann nicht, der ist raus. Nein, 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 spring nicht runter. Tu ich nicht. Moment. Ja. Hier liegt eine Leiche. Findet den, der das war, bevor es nochmal passiert. Ach, fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Weil alle jetzt alarmiert sind, oder was? Ja, ich muss nochmal ganz zurück. Ja. Scheiße, die kommen jetzt alle her. Gut, dann geh raus. Ich weiß, dass du hier bist. Kannst dich nicht ewig verstecken. Wir müssen uns jetzt hier verfrachten. Verfrachten. Verstecken. So. Oh, great. Drei Stück sogar. Ja. Dafür das brauchen EMP. Pass auf. So, einer. Übernimmst du den? Mhm. Los, 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 los. Oh, nein, warte, lass mal. Okay. Aktiviere nochmal für mich. Los, greif ihn an. Nein. Achtung, ach, weg, weg, weg. Ja, das ist ein Laser, deswegen will ich nicht hin. Okay, das war's. Letzter. Ja. Yeah. Okay. Oh, Alter, schön. Warte, wo bist denn du? Aha. Scheiße, hast du noch eine EMP? Ja. Sollte nicht mehr nötig sein. Ja, aber ich habe Angst wegen der Kamera. Da ist nur einer auf unserem Weg. So. Jawohl, puh. Das war doch gut. Schön. Sehr schön. So, siehst du, Nahkampfkills 4, Nahkampfkills 6. Sehr gut.